Eine leichte Aufgabe zum Einstieg in das Thema bedingte Wahrscheinlichkeit. Versuch von dieser Aufgabe so viel wie möglich alleine zu rechnen. Wenn du nicht weiterkommst, schau dir ein paar Sekunden an, bis du wieder einen Punkt erwischst, wo du wieder alleine weiterrechnen kannst. Also die Aufgabe ist, ein Baumdiagramm zu erstellen. Und zwar geht es um diese zwei Urnen, die ich hier aufgemalt habe. Die erste enthält 3 grüne und 5 rote Kugeln, die zweite 2 grüne und 6 rote Kugeln. Man zieht eine Kugel raus, natürlich ohne hinzugucken, und man weiß auch nicht, welche Urne man gerade jetzt gegriffen hat. Zwei Ereignisse wurden definiert. Ereignis A ist, die Kugel kommt aus Urne 1. Und Ereignis B ist, die Kugel ist rot. So, für die erste Stufe des Baums nehmen wir das Ereignis A. A und nicht A. Und die Wahrscheinlichkeit, Urne 1 zu nehmen, ist natürlich genauso groß wie die Wahrscheinlichkeit, Urne 2 zu nehmen. Beide sind gleich wahrscheinlich, 50% oder auch 1/2. So, zweite Stufe, Ereignis B. B und nicht B. B und nicht B. So, hier sind die Wahrscheinlichkeiten nicht mehr gleich. Wir nehmen mal die linke Seite des Baums. Das Ereignis A ist eingetroffen und wir haben die Urne 1 genommen. Wie hoch ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass das Ereignis B eintritt, und zwar, dass die Kugel rot ist? In Urne 1 sind 1, 2, 3, 4, 5 rote von insgesamt 8. Also ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Ereignis B dann eintrifft, 5/8. So, für nicht B ist es natürlich dementsprechend 3/8. Ja, beides ergänzt sich zu 1. Oder man guckt einfach, wir haben 3 grüne Kugeln, die sind dann natürlich nicht B. So, jetzt die Alternative. Das Ereignis nicht A ist eingetreten. Wir haben die Urne 2 gewählt. Wie hoch ist jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass das Ereignis B eintritt? Also in Urne 2 sind 6 rote Kugeln und insgesamt sind es auch wieder 8, also ist die Wahrscheinlichkeit 6/8 und 2/8 für das Ereignis nicht B, also für grün. So, jetzt noch schnell die Pfadwahrscheinlichkeiten, also die Wahrscheinlichkeit, dass A und B eintritt, ist 1/2 mal 5/8, also man multipliziert entlang des Pfades, wäre dann 5/16. Dann der nächste Pfad, A und nicht B, wäre 1/2 mal 3/8, ist 3/16. So, dann nicht A und B, 1/2 mal 6/8, ist 6/16 oder auch 3/8. 3/8. Und 1/2 mal 2/8 ist 2/16 oder 1/8. So, wenn man jetzt diese 4 Wahrscheinlichkeiten zusammenzählt, 3/8 plus 1/8 ergibt 4/8, also 1/2. 5/16 plus 3/16 gibt 8/16, ist auch 1/2. 1/2 plus 1/2 ist zusammen 1. Also das ist schon mal so eine kleine Probe, ein gewisser Hinweis darauf, dass man richtig gerechnet hat. Und damit sind wir jetzt mit dieser Aufgabe erstmal fertig.